Liebe Freunde von RAW Fototriennale in Bobswede, herzlich willkommen zur Gesprächsreihe zu Fotografie auf dem Kunstmarkt. Und wir haben jetzt zu Gast Robert Morath aus Berlin. Herzlich willkommen, Herr Morath. Grüße Sie. Grüße nach Bobswede. Robert Morath hat Germanistik, Journalistik und Kunstgeschichte studiert, hat in verschiedenen Redaktionen und Medienhäusern gearbeitet, 2004 dann die Galerie Robert Morath gegründet, die jetzt mittlerweile in Berlin ist, und somit ist er ein exzellenter Kenner des Fotografiemarktes. Sie stellen ausschließlich Fotografie aus in Ihrer Galerie, haben damit auch ein hohes Alleinstellungsmerkmal, denke ich, weil das natürlich Ihr großes Spezialgebiet ist. Und von daher freue ich mich, dass Sie heute bei uns sind oder etwas sagen können. Vielleicht können Sie für unsere Gäste auch mal ganz kurz umreißen, wie läuft so ein klassisches Galeriegeschäft ab? Also grundsätzlich, um etwas weiter auszuholen, muss man da vielleicht erklären, wer so ganz grundsätzlich die Spieler am Markt sind, am Kunstmarkt. Traditionellerweise unterteilt man den Kunstmarkt in den Primär- und in den Sekundärmarkt. Der Primärmarkt ist der Galeriemarkt. Das sind also die Orte, an denen Erstverkäufe stattfinden. Eine Arbeit wird im Auftrag des Künstlers an den Kunden oder Sammler veräußert. Der Sekundärmarkt kommt dann ins Spiel, wenn der Sammler die Arbeit weiterverkaufen will. Deswegen dann Sekundärmarkt. Es gibt also Kunsthändler und Galeristen. In meinem Fall ist es, wie Sie richtig sagen, so, dass wir eine reine Fotogalerie sind, aber auch am Fotomarkt kann man es ja noch mal enger eingrenzen. Also wir beschäftigen uns hauptsächlich mit jungen und neuen Positionen der zeitgenössischen Fotografie. Es gibt natürlich auch Kollegen und Galeristen, die sich hauptsächlich auf Vintage-Material und Schwarz-Weiß arbeiten und ältere Arbeiten spezialisiert haben. Wir versuchen, ein Ort für Entdeckungen zu sein, ein Ort, an dem junge und neue Positionen gefördert, gezeigt und verkauft werden. Entdeckungen sind ein gutes Stichwort. Wie finden Sie Ihre Künstlerinnen, Ihre Fotografinnen, Fotografen? Und wie ist dann die Zusammenarbeit mit diesen Menschen im Fortgang der Vertretung durch Ihre Galerie? Ich würde sagen, dass es grundsätzlich unterschiedliche Zugangswege gibt. Wir greifen auf ein relativ großes Netzwerk von Kontakten zurück. Es gibt natürlich die klassische Bewerbung. Wir bekommen relativ viel Material zugeschickt und Bewerbungsmaterial, klassische Bewerbungen einfach zugeschickt. Ich sehe viel. Ich reise viel und besuche Abschlussarbeiten, Abschlussausstellungen von Schulen und Akademien. Und ganz wichtig, wahrscheinlich der wichtigste Zugangsweg, sind Empfehlungen von Fotografen, mit denen ich arbeite. Also wenn aus der Gruppe von Fotografen, mit denen wir zusammenarbeiten, jemanden auf mich zukommt und sagt, ich habe da was entdeckt, ich habe da was gesehen, das solltest du dir unbedingt anschauen, dann schaue ich schon sehr genau hin. Es ist aber auch so, dass das mit den Entdeckungen so ein Problem ist, weil wenn man Galeriearbeiten eine Weile lang gemacht hat, entsteht ein Programm in der Galerie und man kann Repräsentationsarbeit nur für eine begrenzte Zahl von Leuten wirklich gut machen. Wir vertreten 25 Fotografen, 12 davon, die wir wirklich sehr intensiv betreuen. Sehr viel mehr geht eigentlich nicht. Wenn Sie sagen, Sie beobachten den Markt und Sie gehen auch gerade auf die Präsentation von jüngeren Fotografinnen und Fotografen. Spielen da eher Trends eine Rolle oder gibt es eine Kontinuität in ihrer Arbeit als Galerie? Ja, ich versuche mich von Trends eigentlich fernzuhalten. Wir sind ja wirklich auf langfristige Zusammenarbeit aus. Viele der Fotografen, mit denen ich heute arbeite, sind die, mit denen ich angefangen habe vor fast 20 Jahren. Ich glaube, ich bin immer auf der Suche nach Autorenschaft. Ich bin immer auf der Suche nach einer authentischen, neuen Handschrift. Ich bin auf der Suche nach Künstlerpersönlichkeiten, die was zu sagen haben. Das kann mit Trends nicht so wahnsinnig viel zu tun haben. Sie sind ja jetzt seit einigen Jahren in Berlin. Es gab sicherlich einen großen Wechsel vieler Galerien, vieler Kulturinstitutionen oder anderer Institutionen nach Berlin.
Mittlerweile ist vielleicht auch so ein kleiner Trend wieder zurück aus Berlin, aufs Land zu beobachten. Spielt es für Sie eine Rolle, in der Metropole zu sein, oder kann man eine sinnvolle, vernünftige, konstruktive Galeriearbeit auch außerhalb der Hotspots machen? Sie fragen mich das wirklich zu einem komischen Zeitpunkt, denn im Augenblick durch die Corona-Pandemie scheint mir, dass sich alles verändert, dass wir im Augenblick nicht so wirklich sagen können, wie das in Zukunft weitergehen wird. Ich weiß zum Beispiel nicht, ob Kunstmessen in Zukunft noch so funktionieren werden, wie sie das bisher getan haben. Und Kunstmessen sind deswegen ein Schlüsselproblem oder die Antwort auf die Frage, die Sie mir stellen. Denn so wie der Markt früher funktionierte oder in den letzten Jahren funktionierte, passiert er hauptsächlich auf Messen. Und dann scheint es mir sekundär, wo die Galerie zu finden ist. Im Augenblick erscheint es mir fast wieder so, als ob wir wieder zurückkommen zu so klassischen Galeriearbeit im Galerieraum. Und dann wäre es wieder wichtiger, an Knotenpunkten und Clusterpunkten zu sitzen. Der Umzug nach Berlin vor 5 Jahren kam, weil wir auf immer mehr internationalen Messen immer mehr Kunden gefunden haben, die im Kontakt bleiben wollten mit der Galerie und die mir immer sagten, Mensch, es ist schade, dass ihr in Hamburg seid. Wir kommen schon ab und zu nach Deutschland, aber dann sind wir immer in Berlin. Und dann hatte ich 2010 einen kleinen Projektraum eröffnet, hier in Berlin gleich um die Ecke, wo wir jetzt uns hier gerade befinden, in der Linienstraße. Und der funktionierte so gut, dass es dann 2015, 5 Jahre später, sinnvoll war, mit der Galerie hierher umzuziehen. Heute, ja, glaube ich, dass es immer noch wichtig ist, an Orten zu sein, wo auch ein Umfeld und ein Kontext da ist. Denn im Grunde genommen besteht unsere Arbeit ja aus Kommunikation. Wir kommunizieren. Und so wie ich glaube, dass die Zukunft des Marktes nicht unbedingt digital ist, weil ich wirklich daran glaube, dass die Menschen die räumliche Erfahrung mit einem Kunstwerk brauchen, um sich für dieses Kunstwerk entscheiden zu können, genauso findet dieser Markt eben auch in der Begegnung von Menschen statt und durch die Kommunikation mit Menschen statt. Und die konzentrieren sich nun mal an solchen Orten wie in Berlin oder in Köln. Nichts gegen die Galeriearbeit von den Kollegen, die in kleineren Städten sitzen. Die leisten da für ihre Gemeinden wahrscheinlich wichtige Arbeit. Aber wir sind mit der internationalen Ausrichtung des Programms hier in Berlin-Mitte ganz gut aufgehoben. Das heißt, vieles verlagert sich jetzt ja ins Digitale. Deswegen sind auch wir ja in dieser Weise miteinander im Gespräch und nicht auf einem Symposium oder im persönlichen Kontext. Sie selber haben mir heute erzählt im Vorgespräch, dass Sie auch eine digitale Produktion ergänzend zu Ihrer Galeriearbeit machen. Also ein Teil wird sich sicherlich aber doch ins Digitale verschieben. Ich glaube, dass die digitale Welt immer wichtiger wird. Sie wird, also die aktuelle Situation der Corona-Pandemie und die Tatsachen, dass Kunden aus den USA im Augenblick hier nicht herkommen können, dass Kunden aus England im Augenblick hier nicht sein können, haben dazu geführt, dass digitale Kommunikationswege stärker werden. Wie gesagt, wir machen jetzt auch Künstlergespräche und Galerierundgänge, die wir hier vor Ort tapen und dann digital vertreiben. Das wird sich wahrscheinlich nicht ganz wieder zurückdrehen lassen. Ich glaube, dass diese Komponente in Zukunft immer wichtiger werden wird. Online-Viewing-Rooms, Künstlergespräche oder solche Gespräche, wie wir sie gerade führen werden. Das Digitale wird sicherlich eine größere Rolle spielen in Zukunft. Ich glaube trotzdem, dass für den Markt und für die Kaufentscheidung am Ende dann doch die räumliche Erfahrung und die Begegnung mit dem Kunstwerk im Raum eine zu große Rolle spielt, als dass man das ganz ins Digitale verschieben kann. Ja, das wäre zu wünschen, dass wir uns dann wieder frei in Galerien und auch in Ihrer Galerie bewegen können und natürlich miteinander ins Gespräch kommen können. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie aus Ihrer Sicht heute berichtet haben. Alles Gute nach Berlin und vielen Dank, dass Sie dabei waren. Vielen Dank. Auch alles Gute nach Worpswede.